Können wir uns bald zu Hause selbst auf Covid-19 testen? So lautet zumindest ein Plan des Bundesgesundheitsministeriums. Demnach sollen Corona-Schnelltests bald auch für Privatleute zu erwerben sein. Bisher dürfen die Tests nur an Ärzte, medizinische Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen oder Bildungseinrichtungen verkauft werden. Allerdings sind dafür neue, einfache Testverfahren nötig, damit Laien keine Gefahr laufen, falsche Ergebnisse zu erhalten. Ein Sprecher des Ministeriums erklärt in dieser Woche: Noch gibt es keine Schnelltests, die so zertifiziert sind und in der Menge verfügbar wären, dass sie für so eine Verordnung in Frage kommen. Nun wird mit Hochdruck an den Corona-Heimtests gearbeitet. Bis sie verfügbar sind und beispielsweise in Apotheken erworben werden können, wird es allerdings noch ein paar Wochen dauern. Denkbar als Tests für zu Hause wären beispielsweise solche mit weniger tiefen Nasenabstrichen sowie Gurgel- und Spucktests. Wie teuer die Schnelltests für Normalverbraucher sein werden, lässt sich ebenfalls noch nicht genau vorhersagen.